Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Microsoft Flugsimulator 2020 mit Neofly 4. Und heute ist es soweit. Versprochen ist versprochen, heute kommen wir nach unendlich vielen Folgen, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, endlich wieder zu Hause an. So viel kann ich euch versprechen. Lasst uns gemeinsam mal ein bisschen die Airline aufräumen. Und allzu viel können wir noch nicht machen, allerdings zwei, drei Kleinigkeiten dann doch. Und ich habe auch schon wieder ein paar neue Ideen. Natürlich. Wir fangen damit an. Also, Razer ist mit der DC-3, die wir ja Gott sei Dank am sehr entfernten Ort der Welt gekauft haben, jetzt angekommen in EDDV. EDDV ist Hannover. Hannover ist unsere Homebase. Und wir gucken jetzt mal. Die Reichweite der DC-3 ist ungefähr 2300 nautische Meilen. Das bedeutet, ich werde jetzt einen Ort suchen, der ungefähr 1000 nautische Meilen weit weg ist, damit die DC-3 mit ein bisschen Reserve hin und wieder zurückfliegen kann. Überlegt habe ich mir tatsächlich, ich muss gerade mal nachgucken und spicken, weil ich meinen Zettel weggeworfen habe, auf dem ich den Code aufgeschrieben habe, dem ICAO-Code. Und zwar habe ich mir Folgendes überlegt. Wir können das uns auch hier angucken. Und zwar Zakynthos. Zakynthos ist eine Insel, die ich tatsächlich über APLV2 kennengelernt habe. Und Zakynthos LGZA müsste ungefähr 1000 nautische Meilen weg sein. Das ist nicht der schönste Anflug. Die haben also, wir sehen das auch bei Runways Hard und Light, also kein ILS, gibt keinen ILS-Anflug, aber ich sag mal, Razer ist eh Kummer gewohnt, die fliegt so eine analog DC-3. Das ist schon relativ heftig. Und das würde ich jetzt einfach mal ausprobieren. Wir machen mal Folgendes. LGZA. Und wir gucken uns auch noch mal ganz kurz an, was die DC-3 kann. Cargo, Sensitive, Regional Airline, Passenger, Express und Humanitarian. Also machen wir Cargo, Sensitive, Passenger, Express und gucken dann einfach mal, was am meisten Geld bringt, löschen die anderen wieder raus. Also LGZA, Cargo. Neu. LGZA, Passenger. Zack. LGZA. So. Sensitive geht noch. Ach so, Express geht, glaube ich. Kann man nicht, ne? Express geht nicht. Also es ist noch Sensitive. Und dann gucken wir jetzt einfach mal so die Entfernung. Ach so, habe ich gar nicht geguckt. Ja, das kommt doch mal ziemlich genau hin. Ich wollte 1999, habe ich geschafft. Ziel knapp verfehlt. Und dann gucken wir jetzt einfach mal, wie wir jetzt hier, da müssen wir jetzt ILS rausnehmen, weil Zakynthos, ja, hier sind es 1000. Danke, liebes Programm. Also, am lukrativsten ist tatsächlich mit großem Abstand, ja, zerbrechliche Fracht wollte ich eigentlich die Piloten nicht mehr machen lassen. Das geht dann auch gerne mal schief. Gibt zwar ein bisschen mehr XP, da haben wir aber auch nicht so viel von. Also sind es die Pax-Missionen. Würde ich sagen. Naja, dafür gibt es viel mehr Fracht. Ne, hier unten sind auch noch Pax-Missionen. Okay, also lösche ich wieder raus das hier. Ist übrigens gefährlich, wenn man hier oben drückt, löscht man die Airline. Musste ich schon einmal den Stand wiederherstellen. So, ich lasse mal die beiden drin, das schadet jetzt im Moment ja nicht. Und setze den Filter nochmal neu. Da müssten die verschwunden sein. Ja, sind sie noch nicht. Egal, wir müssen sie ja nicht nehmen. Und wir nehmen dann. Huch. Ja, jetzt wird das aktualisiert haben. Nee, wir nehmen dann
Für 131 habe ich Return Flight angehakt. Ja, habe ich überall gemacht. Sehr gut. Für 131 diese Mission. Also 131.000 One Way. Dafür müssen wir... Ah, das müssen wir vorher mal checken. Dafür müssen wir die Maschine allerdings vollgetankt haben. Und dann ist schon gar nicht mehr so viel Platz über. Wir binden den Filter an. 108. Er macht nichts. Machen wir 108. Es sind dann trotzdem 200.000 abzüglich der Mietkosten. Wir gucken uns das mal an. Also Job Edit und ab dafür. Yoda hat unsere Beechcraft. Und die Beechcraft, die fliegt nicht dorthin, die fliegt nach London. Die müssen wir wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen mehr betanken. Und dann fliegt die trotzdem immer noch nach London. Und kommt dann wieder zurück, macht so ungefähr 150.000. Und den Honda Jet schmeißen wir raus und Nomad wird dann unsere Longitude fliegen. So, das ist also ein letzter Flug. Tatsächlich ein letzter Flug. Ah, ich mach mal, ich will gar nicht so viel. Ich will gar nicht so viel Geld damit jetzt verdienen. Da geht es jetzt hier um Kostendecken. Und 1000, dann kommt die nicht wieder zurück. Dann nehmen wir auch London. Da passt das. Okay, flieg du mal wieder zurück. Genau. So, zwei Dinge möchte ich jetzt dann eigentlich schon mal ein bisschen anteasern. Einmal, die ATR 42 wird ja das Flugzeug, was wir als nächstes für uns mieten. Dafür brauchen wir aber 2,2 Millionen. Sprich, wir brauchen wenigstens ein bisschen Puffer, also mindestens 2,6, 2,7 Millionen, damit wir dieses Deposit hier auslösen können. Wir kriegen ein bisschen Geld vom Honda Jet zurück. Ein bisschen ist gut, eine halbe Million. Das geht sich fast dann so ungefähr aus. Vielleicht einen oder einen anderen Flug. Was ich mir jetzt tatsächlich besorgt habe, beziehungsweise gekauft habe, ist der Vision Jet G2. Der ist echt richtig cool, um mal so Sightseeing-Flüge und so zu machen und so ein paar Sachen auszuprobieren. Der kann nicht besonders viel mitnehmen und die Range ist auch nicht besonders hoch. 5 Passagiere, ist aber ein cooles Flugzeug, würde ich euch echt gerne mal zeigen. Von daher behalte ich mir das nochmal vor, dass wir uns das irgendwie vielleicht doch nochmal mieten. Ich überlege, ob ich uns eine 172... Achso, da müssen wir dann das C weglassen. Eine 172er, ob wir uns die kaufen. Also eine 172 mit G1000 kostet uns ja so 300.000. Die könnten wir uns also kaufen. Die würde zwar dann relativ wenig Geld einbringen, aber wäre cool, um ein bisschen was auszuprobieren. Wir könnten also mal wieder ein paar GA-Flüge machen hier in der Umgebung. Ich habe das, die Scenery für die Inselketten hier gekauft. Das heißt, es ist wirklich auch hübsch. Da könnte man so mal so ein Inselhopping machen. Also fliegen wir mal zum Inselhopping hierher und fliegen dann mal wieder zurück. Könnte man auch mal überlegen, ob man das mal mit klassischer Vornavigation macht oder ähnliches. Das wäre also alles durchaus irgendwie drin. Ja, und ansonsten, die ATR 42 soll unser nächstes Flugzeug sein. Ich arbeite mich da gerade so ein kleines bisschen in den Flieger ein. Ich werde dann auch nochmal ein separates Vorstellungsvideo dazu machen. Die Renting-Costs sind unglaublich. Also tatsächlich bin ich mir gar nicht sicher, ob sich das überhaupt lohnt. In den Kommentaren habe ich schon den ein oder anderen Hinweis bekommen, dass sich die ATR eigentlich nicht lohnt. Wir werden es trotzdem ausprobieren. Ich denke, Nomad wird mit dem Learjet Kohle machen. Und wir müssen unbedingt davon weg, Flugzeuge zu mieten und dahin kommen, dass uns Flugzeuge gehören. Und dann müssen wir einfach tatsächlich mal richtige, echte
Aufträge dann machen. Deswegen habe ich tatsächlich überlegt, wir könnten auch nochmal, das ist ja auch schon ein bisschen her, die DA-62, das war eigentlich ein gutes Flugzeug, die 6 Passagiere, kostet neu, aber auch 2 Millionen. Hier im Rent überschaubar. Also das skaliert nach oben hin ganz, ganz merkwürdig. Eine 737 wäre auch nochmal interessant. Die PMGG 737-700 wäre auch noch eine Möglichkeit. Allerdings 100.000, also da müssen wir ja, wenn wir da einen 3-Stunden-Flug machen, dann muss das Ding ja 1 Million bringen, der Auftrag, damit sich das irgendwie alles irgendwie lohnt. Ich bin mir da nicht ganz sicher, wie wir da weitermachen, aber wir kommen jetzt langsam in den Bereich, wo wir es dann rausfinden. Das wird also dann nochmal ganz spannend. Ich muss aber sagen, eine ATR, gerade die kleinere ATR, ja, die kostet auch 10 Millionen. Wir müssen jetzt einfach mal ein kleines bisschen Geld machen. Vielleicht stellen wir auch noch jemanden ein, dass wir einfach noch einen AI-Piloten haben, dass wir ein bisschen mehr Geld verdienen, dass wir zu diesen großen Fliegern dann auch noch hinkommen. Vielleicht nächstes Mal. So, genug geschwafelt, sind schon wieder 10 Minuten im Video und noch nichts geschafft. Wir wollen zurück. Ich habe versprochen, wir fliegen zurück und wir machen das ganz quick and dirty. Wir fliegen einfach zurück. Es gibt aktuell keinen Flug nach Hannover. Es gäbe einen nach Bremen. Aber dann sind wir wieder in Bremen und wir wollen ja irgendwann auch mal fertig werden mit der ganzen Odyssee. Also werde ich jetzt einfach nach Hannover fliegen. Wir können mal schauen. EDDV. Ja, es gäbe Fuel. Da könnten wir... Wir müssten erstmal tanken. Ist auch so teuer vom Sprit alles. Also es ist so... Könnten Fuel mitnehmen. Ja, Fuel kostet hier, das ist ja eigentlich... Also das sollten wir uns aber tatsächlich mal überlegen. Also hier kostet Fuel 106 und wir können den in Hannover verkaufen. Gut, man muss ein bisschen vorsichtig landen. Ist jetzt nicht meine Spezialität. Würde ich aber trotzdem nochmal versuchen. Ja. Also der Einsatz ist halt so gering. Wenn wir jetzt mal gucken, also sagen wir mal, ich nehme jetzt wirklich 70 Fuel mit, dann sind das ja nur 7.000, die wir einsetzen müssen, um nachher 70 mal 5, also 35.000. Wir bräuchten, könnten dann also mit so einer großen Frachtmaschine, könnte man tatsächlich mal herfliegen. Okay, also dann kaufen wir jetzt das Fuel für 7.000. Risiko ist ja recht überschaubar, selbst bei meinen Landekünsten. Und gut, dann gehen wir rüber, setzen den Flug auf. Wir sind in... Ja, hier habe ich nach Zakynthos gespickt. Wir sind in LJMB. Maribor, zweitgrößter Flughafen des Landes. Und wir sind irgendwo... Ich stelle uns mal hier hin, da müssen wir vielleicht nicht pushen. Und wir fliegen nach Hause, EDDV. Also eine Stunde Flugzeit mit dem Bomber. Das ist in Ordnung. Wir fliegen trotzdem High Altitude Airways, aber nicht ganz so hoch. Wir fliegen mal 34 oder besser 32.000 Fuß. Das ist schon sehr hoch für die kurze Strecke. Da sind wir eigentlich nur am Steigen und dann wieder am Sinken. So, wir nehmen die 32. Das muss ich mir merken. Nach jetzigem Stand. Und wir landen auf der... Ich
Ich würde gern hier landen. Der 27L. Über ILS 27L. So wird doch ein Schuh draus. Ich lande gern auf der kurzen. Da sind die Wege so schön kurz zu den. Wobei wir müssen eigentlich hier hin, ne? Na egal, dann fahren wir vielleicht dann ein paar Maschinen vorbei. FSLTL wird ja in Hannover ein bisschen was injecten können. Gut, okay. Also, dann ist der Flug fertig aufgesetzt. Ungefähr eine Stunde Flugzeit, 448 nautische Meilen. Und dann drücke ich mal auf Play und dann geht's los. Und da sind wir dann in Maribor. Nicht so schönes Wetter. Zeit, dass wir hier verschwinden, würde ich vorschlagen. Was war das jetzt? Steuerung L? Steuerung J? Ich habe schon wieder vergessen, welche Tastenkombi das mit der Taschenlampe war. Als erstes checken wir mal. Nee, das passt nicht. Eine Sekunde. So, jetzt passt auch der Schubhebel mit den Reversern. Dann können wir loslegen. Also, wir gucken nochmal hier nach dem Flughafen. FSLTL. Oh, wir stehen sogar richtig rum. Injected tatsächlich Traffic, allerdings über uns, nicht hier unten bei uns. Das Wetter ist so lala. Das ist schon in Ordnung, dass wir nach Hause kommen. Es bleibt trotzdem irgendwie ein sehr, sehr schönes Flugzeug. Irgendwann kaufen wir uns so eine. Dann steht die so rum. Dann können wir damit mal irgendwo hinballern. Wir machen es wie immer. Ich mache die Cockpit Preparations in Gänze und lasse die im Video drin. Bitte benutzt die YouTube-Kapitelfunktion, um zu dem Punkt zu springen, der euch dann entsprechend interessiert. Ich mache dann immer Pushback und Taxi und so weiter, damit jeder genau das bekommt, was er möchte. Okay. Linke Batterie. Rechte Batterie. Standby Power. Jetzt mal ein bisschen Licht im Flieger. Was ich nicht vermissen werde, ich habe es zehnmal gesagt, ist hier dieses leider nicht sehr gut umgesetzte Kabinenmodell. Da sind andere Flugzeuge deutlich besser unterwegs. So, bevor ich es vergesse, und ich vergesse es sonst auf jeden Fall, wir müssen die Zuladung hochdrehen. Und wir werden sehr, sehr schwer sein. Parking Brake Set, Handbremse gezogen, Gear Lever Down, jawohl, Power Levels haben wir gecheckt, Standby Power Shift Battery, External Power brauchen wir nicht, kostet nur Geld, Overhead Panel, Seatbelt Signs mache ich schon mal an, Tail Anti-Collision, Recognition, Landing Lights, okay. Macht da irgendwie wenig Sinn. Und wir armen die Emergency Lights. Der Rest passt. Dann geht die APU an. Sehr schön. Und wir holen uns erstmal eine. Oh, 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 oh. Maribor Tower Cessna Delta, Mike Kilo, Charlie Lima IFR to Hanover, ready to copy. Jawohl. Cessna Delta, Mike Kilo, Charlie Lima cleared to Hanover Airport as filed. Take off runway tree to climb and maintain 10,000 feet. Departure on 135.275 squawk 602 tree. Das ist alles gut. Die ganzen Speedbugs rein, Take off Data, Runway. Wir haben gesagt, in die Richtung, ne? Genau, 32, Wetter, Loadmeter, 17 Grad, 2 Knoten, das ist okay, die haben wir auch. Takeoff Flaps 1, no anti-ice, jawohl, und expect, zack, so, trim, das habe ich mir jetzt hier mal
neu hingelegt. Einen anderen Button. Wir machen mal ruhig so 4,5. Das kann nicht schaden. Landing Elevation ist auch gesetzt. Weight and Payload haben wir gemacht. Speedbugs, Transponder. Standby. Landing Field Elevation. MFD Preflight Check. Das ist wieder unter jedes Mal verkehrt. Synoptics Preflight. Labs. Jawohl. Step Trim. Okay. Haben wir. PFD Source. FMS. Stimmt auch. Trim Set. Haben wir gemacht. Gut. Before Engine Start Checklist. Passenger. Das ist Science. Bla bla bla. Wir brauchen hier eigentlich. Da können wir erst die Engines anmachen, bevor wir uns eine Taxifreigabe holen. Rechte Engine geht zuerst an. Was ein Wetter. Das hat geht hier nicht. Sieht man nicht so richtig. Da hinten regnet es ganz ordentlich. So, 18 soll uns reichen. Engine 1. Ist auch alles okay. Neoflight zeigt dreimal weiß, also das passt. Payload Matching. Wir sind unglaublich schwer, das werden wir gleich beim Rollen schon merken. So, den Rest kann ich mir merken. Dann machen wir die Karte groß. 2,5 nautische Meilen. Lieber ein bisschen rauszoomen. So, 5. Gut, hier ist alles verriegelt. Before Taxi Checklist, APU. Geht aus. Speed Brakes retracted. Flaps set 1. Altimeter set local. Wir haben hier einen Luftdruck von 1008. Das entspricht 2977. Dann 10.000 ist eingedreht. 200er Speed ist in Ordnung. Toga-Button. Zack. Das ist auch okay. ADC Clearance für Taxi holen wir uns gleich. Taxi Lights gehen an. Und der Transponder geht wieder zurück auf Auto. Ich weiß nicht, ob das wirklich Sinn macht, was ich das hier erstmal hier einstelle, aber okay. Also, dann. Taxi. Larabor Ground, Cessna Delta, Mike Kilo, Charlie Lima, ready to taxi IFR. Ah, wir kommen nach Hause. Super. Taxi 2 and hold short runway tree. 2 via taxiway Cessna, Kilo Charlie Lima. Parkbremse geht raus. Bisschen Schub. Bisschen, habe ich gesagt. Laps 1 haben wir, jawohl. Nicht resetten. Also wenn wir nochmal so eine Weltreise machen, dann tatsächlich habe ich einen super Kommentar dafür bekommen, dann müssen wir einfach nur genug Hubs vorher mieten. Also müssen wir das Kleingeld haben. Dann mieten wir uns in den ganzen besonderen Airports auf der Welt ein und fliegen dann wirklich von Airport zu Airport. Dann können wir auch immer ein bisschen Geld mitnehmen. Oder es muss uns wirklich egal sein, dass es kein Geld bringt. Dann müssen wir genug Piloten und Pilotinnen haben, die dann das Geld für uns verdienen. Aber ich glaube, dann würde ich so eine Umreisung, jetzt sage ich das schon wieder, so eine Weltumrundung eher mit einem GA-Flieger machen. Also irgendwas Kleineres. Oder irgendwas sehr Großes mit der 747, so wie Iron Maiden. Da auch was. So. Parkbremse geht rein. Ich mache jetzt die Before Takeoff Checklist noch nicht, sondern wir holen uns jetzt nur die Freigabe, dass wir backtracken dürfen. Maribor Tower, Cessna Delta, Mike Kilo, Charlie Lima at Runway Tree, 2 ready for departure IFR. Immer dunkler hier.
77, das passt. Okay. Bisschen schwer, also ich würde es mir auch nicht zutrauen, hier auf der halben abzuheben mit dem Vogel, aber... Ja, sorry, sorry. Cleared for takeoff runway tree, 2 Cessna Delta, Mike Kilo Charlie Lima. Okay, also das Stück hier zurück. Wir sind ja voll mit Sprit, also wir haben unsere Tanks halb voll, aber den Laderaum voll mit Sprit. Macht absolut Sinn. Ja, ATR, ich habe bin gerade dabei, eine Checklist zu erstellen für mich. Nutze da gerne als Absprungbasis die Checkliste von JD. Muss aber zugeben, dass mir das in Summe ist mir das einfach ein bisschen too much. Also er hat da sehr, sehr, sehr viel drin und dafür andere Dinge nicht, die dann wieder für Neofly wichtig sind oder für APLV2 wichtig sind. Deswegen erstelle ich mir immer gern eigene Checklisten, die dann das berücksichtigen, was ich auch für diese Karrieresimulation dann brauche. Und dann kann ich da auch selber vernünftig drin editieren. Die sind ja leider als, was ich verstehe, nicht böse gemeint, also als PDF verfügbar, nicht als Excel. Ich vermute, er macht sie in Excel. Und das kann ich dann immer anpassen. Da bin ich jetzt gerade dabei und ich glaube, das wird dann wieder so sein, sobald ich da einmal durch bin, mache ich einen Testflug und den nehme ich einfach gleich auf. Und dann lade ich das einfach gleich hoch. Die Fehler, die ich mache, machen ja andere vielleicht auch. Und ich habe so viele Videos jetzt hochgeladen, in denen man sieht, dass ich da kein perfekter Pilot bin, so wie unser aller Vorbild. Dann macht das den Kohl jetzt auch nicht mehr fett. Spaß machen muss es. Und deswegen sind die Checklisten auch auf das Wesentliche reduziert, beziehungsweise auch so ein kleines bisschen auf Roleplay. Also was Lichter angeht und so. So, Parkbremse geht rein. Default Take Off Checklist. Flaps Check, Verify Set 1. Trim, Verify. Speed Brakes, Verify. Also Retracted. Ice Protection brauchen wir nicht. All Green, das glaube ich. ATC Clearance haben wir. Lichter. Taxi, zap, zap, zap. Der Rest ist automatisiert. Taxi Light ist aus. Dann machen wir den Timer noch an. For what it's worth. Sicht Reset. Die Sicht machen wir mal so. Okay. Dann. Parkbremse geht raus, Bremse geht rein. Ich gebe schon mal ein kleines bisschen Schub. Stabilisiert und los. Muss trotzdem so ein bisschen rauszoomen, sonst sehe ich hier nichts. Speed Alive. Eddie Knots. We've on. Rotate. Just to remind you, we're not paying you for this one. Positive climb gear. So, 1000 über Grund. Autopilot geht an. Autothrust geht an. Right Level Change Mode geht an. After Take-Up Checklist, Autopilot, ja, Landing Gear, ja, Flaps. Können wir retracten. Yaw Damper sind an. Cabin Pressure machen wir gleich. Throttle habe ich gedrückt. Autothrottle ist aktiv. Ice Protection haben wir nicht. Und dann vergesse ich mal dieses Mal den Autothrottle nicht. So, hier kommt langsam Traffic. Ljubljana Center, Cessna Delta.
erstmal reinrufen, wenn man den Verkehr reported werden soll, erstmal zwischenquatschen. Kein Problem. Okay, mal ein bisschen rauszoomen. So, 5000. Transition Altitude war hier, glaube ich, 4000, also Standard Baro. Wir bleiben unter 250. Ganz schöne Suppe. Sollte man glauben, es wäre gut für die Frames, ist es aber nicht. So, gucken, ob wir noch irgendwas vergessen haben. Das sieht alles gut aus, das sieht alles gut aus. Die Trimmung hat er selber verstellt. Das ist in Ordnung. So, wir nähern uns den 10.000. Kriegen wir bestimmt gleich. Oh! Flight Level Change. Und dann die Lichter aus. Seatbelt Signs. Also die Seatbelt Signs lasse ich nochmal aus, während wir hier 30 Grad Neigung haben. Vienna Center Cessna Delta, Mike Kilo, Charlie Lima is at 12,700 feet. Lovels ist hier doch bestimmt auch irgendwo. Lovi. OWW. Ah. In München, hier ist Salzburg, irgendwo hier ist ja dann Innsbruck. Cool. Hier ist richtig wieder was los. Ja, ab jetzt zieht sich's. Dann würde ich sagen, machen wir mal die Seatbelt Signs aus. Und, gucken mal. So ganz kurz nochmal gucken. Die Map-Settings. Insert-Window. Das brauchen wir. Damit er uns dann gleich den Top of Descent ungefähr in der Zeit anzeigt. Und dann würde ich vorschlagen, ich mache hier einen kleinen Cut. Und beim Top of Descent passiert ja nicht viel. Also wir erreichen irgendwann diesen Top of Descent-Punkt. Vorher stelle ich die Höhe ein, die wir brauchen zum Abfangen des ILS-Kurses. Das gucken wir uns nachher an. Und dann drücke ich auf VNAV und dann geht er runter. Also da brauche ich nicht nochmal groß einblenden. Dafür ist der Flug auch zu kurz. Wir sehen jetzt zu, dass wir nach Hause kommen. Da ist unsere nächste Höhe. Huch, nicht am Heading rumdrehen. 3-2 hat er gesagt, oder? Das ist natürlich der Hammer, ne? Jetzt fällt die ganzen Champagnergläser fallen hinten wieder um. Ich hier so durchdrehe. One o'clock. Welche Höhe? 210, der muss ja unter uns sein. Sehe ich nicht. Merkwürdig. Okay, also, wie besprochen. Bis gleich.
8500 Fuß über unserem Zuhause melde ich mich zurück. Wir gucken mal raus. Bestes Wetter. Ein paar dunkle Wolken hier hinten. Ansonsten alles in Ordnung. Der VNAV Pass hat uns wunderbar runtergeführt. Jetzt auf 8. Eingestellt sind 3. Wir haben eine Restriction, über 4 zu bleiben. Zumindest jetzt hier noch. Drehen jetzt auf SAS und dann auf D. Also wir sind jetzt bei SAS und drehen dann auf D. 2, 4. Hier dann rum. Und da dann rein. Richtiger Moment, um mal auf die Karte zu gucken. Und ich fahre mal parallel Klappen 1 aus. So. Also, wir sind jetzt hier bei Saarstedt. Wir kommen jetzt hier rein. Das ILS zeigt uns an, dass wir bei Odin 3000 Fuß haben sollen. Deswegen habe ich 3000 eingestellt. Die Frequenz ist 109,95. Und 109,95 ist jetzt eingestellt. So, da sehen wir den auch schon. Den Querkurs. Ein bisschen näher ran. Wunderbar. Okay, also das passt erstmal. Angel of Attack mache ich mal aus. Das interessiert mich nicht. Dafür interessiert mich der Wind. Ja, so, gucken wir mal, wie es dann in Hannover ist. 4 Knoten aus 190 Grad. Gleich sind wir bei 5000. Ich stelle schon mal um. Wir haben jetzt 1007 Hektopascal. Also ungefähr 2974. So, Klappen 1 haben wir. Den Intercept auf den Localizer machen wir mit Klappen 2. Ich würde sagen, das machen wir hier kurz vor der Kurve. Nehmen dann die Geschwindigkeit raus. Landelichter sind an, Seatbelt Signs sind auch an, sehr zum Unverständnis unserer mitreisenden Passagiere, die gerne noch weiter im Kaviar geschwommen werden. Ja, das sieht doch schon wieder aus wie Niedersachsen hier. Auch cool, wie das hier dargestellt ist. Hier keine Sonne, dunklere Flächen von der Wolke verdeckt, hier die helleren Flächen. Erst rein aus. So, da fangen wir tatsächlich auch schon den Diamanten. Und ich gebe Klappen 2. Und damit werden wir dann auch nochmal massiv Geschwindigkeit rausnehmen. So. Bei Odin sollen wir dann 3000 haben. Das passt gerade. Odini. Aber schon wieder Marvel bei mir im Hinterkopf. Und dann können wir gleich mal umschalten. Das gleich mal ausprobieren. Wenn ich einfach nur Approach drücke, müsste er vom FMS auf Localizer 1 springen. Das mache ich jetzt. Macht er nicht. Dann Lock 1. Approach Mode. Jetzt ist er gearmt. Sehr schön. Sicht Reset. Ein bisschen so. Gut, er fängt den Localizer ein. Fahrwerk geht raus. Und wir haben jetzt noch 4,5 nautische Meilen bis zur Landebahn. Also Klappen 3. Altimeter Local haben wir gemacht. Speeds, NAV-Modus, Steps Set, Gear Down, Speed 140. Und Before Landing können wir das nochmal eben machen. Wetter, Runway, Landing Config, Accept. Und wir versuchen VRF plus 5, also 120 zu fliegen.
Dann machen wir das auch. 120 Knoten. Gehe dann davon aus, dass ich dann, wenn das nicht im Automodus, ich muss mal gucken, das ist mit der Blume mal nur raus. Gehen ganz bisschen höher und ein bisschen winklig. Das müsste ja dann so ungefähr dem normalen Blickwinkel entsprechen. So, das passt. Sollten wir durchstarten. Wählen wir uns den Heading schon mal ein. Auf die 270 und die 3000 sind erstmal okay. Weiß gar nicht. Wir können noch mal gucken. Was müssen wir machen? Missed Approach, Climb Straight. Da. Okay, wir müssen dann links rum. Climb 4000. Ja, dann müssen wir da noch ein bisschen höher. Können wir das eigentlich jetzt machen? Ja, sieht das mal so aus. Dann ist das auch vorgewählt. Das Heading und erstmal vorgewählt. Gut, VREF plus 5. Before Landing Checklist complete. Gucken wir nochmal raus. Da ist sie, die Longitude. Letzte Landung mit ihr, bevor wir uns dann erstmal ein paar Flüge mit einem anderen Flugzeug beschäftigen. Kommen wir hier rein über Hannover. Da ist unser Schatten. Ja, ich glaube, da unten ist ein bisschen Traffic. Ab und zu ruckelt es ein kleines wenig. Was sagt der Wind? Ganz strammer Seitenwind. 6 Knoten von rechts. Gebe ich mal 3 Knoten mehr. Sicher ist sicher. Okay. So. Und vorne kommt da ja ein Problem. Fahrwerk ist draußen. Sanft aufsetzen wäre die Devise. Ah, da sehe ich schon ganz ordentlich Flieger. Ja, da ist ein bisschen was los. Na gut. Geh ruhig mal ein bisschen tiefer. Ah, er zieht den Schub selber raus. Ja, minus 182 ist aber noch im Rahmen. Schub geht raus, Gegenschub geht rein. Speedbrakes gehen rein, Flaps gehen rein und wir gehen hier raus. Prime Air. Da habe ich gelernt, das ist gar keine eigene Airline, das ist nur im Auftrag von, ich glaube, einer irischen Airline. So, auch gelernt habe ich, wir fahren bis hinter die Absperrung und bleiben hier stehen. After Landing Checklist. Flaps up. Strobes gehen offen. Wir das Taxilicht anmachen. Landing Lights aus. Ice Protection Transponder auf Standby. Und das ist es dann. Dann holen wir uns doch mal einen Parkplatz. Da fährt die Prime Air. Hanover Ground, Cessna Delta, Mike Kilo, Charlie Lima Taxi to the gate. Ja, Tri-1.
Schon wieder. Gate Tree 1 using Taxiway, Charlie Alpha Cessna, Kilo Charlie Lima. Guck ich mal, ob ich es hier finde. Das war letztes Mal schon, dass wir der 3.1 nicht gefunden haben, ne? Hier ist 23. Ich würde fast vermuten, das ist da hinten. Nur ist hier dann wieder 28, 27, 28. Das hier hinten ist alles General Aviation. Ich glaube, das ist hier. Hier oder hier. Wir sollen ja über C, da sind wir jetzt, und Alpha. Also fahren wir wahrscheinlich hier lang. Dann ist das vermutlich hier. Vermute ich jetzt einfach mal. Haben wir alles eingestellt? Ja. Parkbremse geht raus. Bisschen Schub. FlyGPS.com, hier vorne steht eine TUI und eine Türkisch. Ist das nicht schön? Hier ist richtig was los. Herrlich. TUI und Türkisch. Eine British Airways. Da ist sogar eine Lufthansa. Ich finde, die sieht man gefühlt mit am seltensten. Keine Ahnung, was das ist. Hier ist noch eine TUI. Noch eine TUI. Da ist noch eine Lufthansa, tatsächlich. Verrückt. Gut, gucken wir mal, ob wir 3.1 finden. Knapp 20 Knoten jetzt. 21, 22, das ist okay. Müsste, wenn da ganz hinten sein. Die Halle ist schon fertig. Da könnte ruhig auch mal ein Update kommen zu der Szenario, zu der Szenerie hier. Das müsste doch dieses neue Terminal D sein jetzt in Hannover. Ah, da steht ja sogar einer. War unsere Vermutung vielleicht gar nicht schlecht. Aber hier sind die Parkstands, glaube ich, nicht mehr. Doch, hier. 30? Tatsächlich, wir sind richtig. Zwar 31 gesagt, das wäre ja dann da. Fahren wir da auch hin. Ja, da ist ja auch einer. Stimmt. Herrlich. Parkbremse geht rein. Okay, dann. Taxilicht aus. Triebwerk aus. Seatbelt Signs aus. Everything is on board. So. Schweifen wir hier nochmal über Hannover. Das, was wir nicht richtig sehen konnten, gucken wir uns nochmal schnell an. Hannover ist einfach so ein schöner, effektiver Airport. Ich finde das großartig.
So, die hatten wir gesehen. Zwei TUIs, drei TUIs. KLM. Cityhopper, ja. Die fliegen von hier. Lufthansa. Rebird. Mhm. British Airways, Air Serbia. Lufthansa. Und witzigerweise stehen die Prime Air Maschinen tatsächlich hier. Oder hier. Also die stehen wirklich hier oder hier. Also das stimmt. Die Maschine müsste zwischen Irland, Barcelona und Hannover immer im Kreis fliegen. Was mal richtig so auf Flightradar nachgeguckt habe. Ja. Sehr, sehr, sehr schön. Wir sind zu Hause. Ja, das war länger und irgendwie anstrengender, als ich dachte. Von daher bin ich tatsächlich ganz froh, dass wir das geschafft haben. So, dann einmal zu Neofly. Ich bin noch im Besitz von allen 70. Und für 7.000 gekauft, für 46 verkauft. Also, ja, vielleicht brauchen wir eine Frachtmaschine. Und dann holen wir Sprit aus. Der, ja, oder einfach irgendwoher, muss ja nicht von da sein, aber eine Stunde Flug ist wirklich gut. Also verkaufen. Die anderen sind noch nicht zurück, wir waren ein bisschen schneller. Und dann springe ich nochmal zurück in den Flugsimulator. Und mit den letzten Bildern, beziehungsweise unserer Longitude zumindest für den Moment, sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Fly safe, always happy landings. Bis dann, ciao.